Hey meine Lieben, ich grüße euch ganz, ganz herzlich und bin mal heute so ganz spontan live für euch und hatte heute früh, als ich aufgewacht bin, diesen Titel in meinem Kopf für diesen Live-Talk, den ich überhaupt nicht geplant hatte, der eigentlich auch zeitlich überhaupt nicht so richtig in meinen Tagesplan hineinpasst. Der Titel von diesem Live-Talk ist: Du musst 2022 zu einer Gefahr werden. Und ja, ich weiß, dieser Titel klingt sehr, sehr provokativ, er klingt gefährlich und ich habe so eine Vermutung, dass du vielleicht exakt auf diesen Titel, auf diese Ansage gewartet hast. Und ich grüße euch ganz, ganz herzlich. Wow, fast sind 400 Menschen hier live dabei. So, so cool, dass ihr da seid. Und als ich Jeffrey von diesem Live-Talk erzählt habe und von meiner Idee, darüber zu sprechen, und übrigens, ich bin überhaupt nicht vorbereitet, kein Skript, gar nichts. Ich habe mir fast überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Das wird wirklich ein inspirierter, fast schon gechannelter Live-Talk werden. Als ich Jeffrey davon erzählt habe, hat er prompt sein T-Shirt rausgezückt mit Michael Jackson. Das ist das Cover von seinem Dangerous-Album. Und es passt irgendwie ganz gut. Und ja, ich glaube, das ist das jetzt mein erster Live-Talk für dieses Jahr. Ja, ich glaube, es ist so. Das ist der allererste Live-Talk für das Jahr 2022. Und du weißt, es werden viele weitere folgen. Und wir sind jetzt gleich hier bei 500 Menschen. Stoß auf euch an, meine Lieben. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr ja mit mir gemeinsam diese Reise fortführen wollt. Das schreibt jemand, hört sich irgendwie erschreckend an. Will ich das hören? Das darfst du entscheiden, meine Liebe. Und wisst ihr, das ist ja dieser Luxus, den man hat, der meiner Meinung nach auch nach hinten losgehen könnte, dass wir alles am iPhone oder am Handy oder an unserem Gerät haben und alles auch wegklicken könnten, was uns nicht in den Kram passt. Und ich habe euch vielleicht so ein Stück weit auch in diese Richtung bewegen können, dass ihr auch unbequeme Themen euch mit mir antut. Heute wird es mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle unbequem werden, aber das wird wieder ein Quickie werden hier. Also rechne nicht damit, dass ich jetzt eine Stunde hier online bin. Ich glaube, ich will das Ganze so in 20 bis 30 Minuten über die Bühne bringen, sodass du wirklich einen Push hast für den Tag und darüber hinaus für, ja, die restliche Lebenszeit, die du hier auf dieser Erde hast. So, also lasst uns mal direkt starten. Bevor du inkarniert bist, bevor deine Seele in diesen menschlichen Körper hineingeschlüpft ist, hat sich deine Seele sehr viele ernsthafte Gedanken darüber gemacht, was sie denn hier auf der Erde erwarten will, beziehungsweise zu erwarten hat. Und die Seele hat sich so einige Dinge versprochen, wie zum Beispiel, dass es hier ein unberechenbares Abenteuer werden wird, dass das Leben unsicher sein wird und dass überall Überraschungen auf einen lauern und Wunder passieren, Dinge passieren, mit denen man gar nicht rechnet. Und deine Seele, die war so richtig on fire und dachte sich, wow, eine Welt voller unbekannter Variablen. Was könnte es denn Schöneres für mich als Seele geben? So, das war so die Tagträumerei deiner Seele, bevor sie in deinen Körper geschlüpft ist, bevor sie auf dieser Erde gelandet ist, hat sie eben von dieser Erde hier unten geträumt. Wie Menschen, jeder Einzelne sein eigenes Bewusstsein hat, wie man über eine Art von Sprache miteinander kommuniziert, die aber nicht zu Ende gedacht ist und wo es ganz, ganz viele, viele, viele magische, mystische Variablen gibt im Leben, die du wahrscheinlich nie wirklich entziffern werden kannst. Das war so dieser Traum deiner Seele. Und deine Seele dachte sich, boah, auf das habe ich Bock. Das möchte ich erleben. Und ja, und dann ist sie so durch diesen Prozess gegangen und schwuppsiwupps, war die Seele hier unten, ist in dem Körper gelandet. Klar, so erwachsen werden und so, diese Sachen, die überspringe ich jetzt einfach mal. Aber irgendwann dachte sich vielleicht die Seele, so während du geschlafen hast oder so,
oder während du mal offline warst, während dein innerer Wächter nicht aktiv war und während du nicht damit beschäftigt warst, normal zu sein, dachte sich vielleicht deine Seele, what the fuck? Ich hatte mir das hier unten ganz anders vorgestellt. Hier ist alles so kontrolliert. Hier versucht man alles in bestimmte Bahnen zu lenken. Hier will jeder so sein wie der andere. Hier ist jeder das Gleiche, denkt jeder das Gleiche und man brüht sozusagen jeden Tag die Suppe von gestern auf. Und die Seele kam sich irgendwie vielleicht sogar verarscht vor. Und sie, was suche ich denn eigentlich hier? Ich hatte doch was ganz anderes vor. Ich wollte hier das Unberechenbare, das Unbekannte, das Unsichere, das Gefährliche, das Abenteuer. Ja, und vielleicht dachte sich dann deine Seele auch irgendwo, du weißt was, ich zieh weiter. Mach du dein Ding, du als Mensch, mit deinem menschlichen Bewusstsein, mach mal einfach dein Ding. Dein Kontrollwahn und deinen Sicherheitswahn und deinen Schutzwahn und deinen was weiß ich Wahn. Mach du mal dein Ding, ich gehe weiter. Ich suche mir ein anderes Gefäß. Ich suche mir vielleicht sogar eine andere Erde, eine andere Welt, wo ich dieses Abenteuer leben kann. Ja, ich glaube, dass viele von uns auf seelischer Ebene sich verarscht fühlen. Und du wurdest nicht verarscht von irgendwem da draußen, sondern von dir selbst. Und ihr wisst ja, ihr kennt mich. Vielleicht kennst du mich noch nicht so gut und denkst dir, Baha, was ist mit dieser Frau bloß los? 2022 tut ihr nicht gut. Und wisst ihr, ich habe mir für dieses Jahr wirklich vorgenommen, zu einer ernstzunehmenden Gefahr zu werden. Und ich habe einen Auftrag an dich. Und dieser Auftrag hat etwas mit Gefahr zu tun. Du bist natürlich vollkommen frei, ob du diesen Auftrag annimmst, mit mir ins Boot steigst oder ob du dir denkst, nee, Baha, meine Mission hat nichts mit deiner zu tun. Wobei ich das ehrlich gesagt nicht glaube. Ich glaube nicht, dass du hier bist, aber oh Gott, es ist ja unglaublich, fast 800 Menschen hier live dabei. Es ist mir eine Ehre, schön, dass ihr da seid, meine Lieben. Also ich glaube nicht, dass du hier bist, mir gerade zuhörst oder diesen Live-Talk dir anschaust, weil wir so unterschiedlich sind. Ich glaube, wir sind uns extrem ähnlich auf die eine oder andere Art und Weise. Nochmal zurück zu deiner Seele, die gelangweilt ist und sich denkt, hey, mich hat man verarscht. Mir hat man sozusagen eine Reise verkauft, die sich dann als überhaupt gar keine Abenteuerreise entpuppt hat, sondern einfach eine kontrollierte Lebensführung. Ja, so sieht's aus. Jetzt bitte nicht in Panik ausbrechen und dir denken, ich habe jetzt keine Seele mehr. Das ist natürlich jetzt sehr überspitzt formuliert von mir. Aber Fakt ist, dass es sein kann, dass du gewisse Seelenaspekte, Seelenanteile im Jahr 2021 oder vielleicht sogar vorher schon einfach verloren hast. Die sind auf der Strecke geblieben, weil sie ihren Zweck nicht erfüllen konnten und weil sie dir nicht dienlich waren. Du warst die ganze Zeit damit beschäftigt, diese unbestimmten Variablen in deinem Leben zu bestimmen. Also dachten sich gewisse Seelenaspekte, die nur bei dir sind, aufgrund dieser Unbestimmtheit, dachten sich die, ich zieh weiter. Das Problem ist, wenn diese Seelenaspekte sich von dir verabschieden, dann büßen wir ganz viel Magie, Mysterium und auch Spiritualität in unserem Leben ein. Alles, was mysteriös ist, magisch ist, keine Bezeichnung hat in unserer Welt, ist für dich ein Türöffner hin zu deinem spirituellen Potenzial. Und das Spirituellste, was du im Jahr 2022 machen kannst, ist die gefährlichste Version deiner selbst zu sein. Du musst zu einer Gefahr werden. Du musst zu einer Gefahr werden für deine Vergangenheit. Das ist mal der erste wichtigste Punkt. Du musst das, was du noch in der Vergangenheit festhältst und nicht loslassen kannst, du musst das gefährden. Du musst der Gefahr in die Arme hineinlaufen, dass die Vergangenheit dich verlässt und du vielleicht für einen Moment eine Identitätskrise hast, weil du dich
über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte hinweg über deine Vergangenheit bestimmt hast. Mit einem Schlag fällt sie weg und du musst dich bewusst entscheiden, wer du sein möchtest, was für ein Mensch du sein möchtest. Werde zu einer Gefahr für deine Vergangenheit. Werde zu einer Gefahr für all die Ausreden, die du parat hast. Und es ist erstmal völlig egal, ob diese Ausreden spirituell maskiert sind oder ob die extrem weltlich sind. Ob du irgendwelche Dinge, die du nicht absolvieren kannst in deinem Leben, auf andere Menschen schiebst, Umstände schiebst oder zum Beispiel sagst, hey, ich kann einfach nicht geerdet sein, weil ich eine typische Hybridseele bin. Oder ich kann mich beim Sex nicht wirklich fallen lassen, weil Sex für mich sowas Komisches ist. Ich bin ja ein Lichtwesen. Oder vielleicht hast du irgendeine andere Ausrede, die spirituell maskiert ist, parat. Und denkst dir irgendwie, keine Ahnung, mein Dualseelenprozess, der erschöpft mich zu stark, deswegen kann ich jetzt nicht meinen Herzensweg gehen. Und ich sag nicht, dass diese Dinge nicht stimmen können. Aber die Frage ist, wofür missbrauchst du sie? Und ganz, ganz häufig missbrauchen wir diese Konzepte als Ausreden, um nicht unseren Weg gehen zu dürfen. Werde zu einer Gefahr für deine Vergangenheit und werde zu einer Gefahr für deine Ausreden. Gefährde sie. So, und wieso benutze ich hier heute in diesem Live-Talk das Wort Gefahr? Ist ja so, die letzten Tage hatte ich so das Gefühl, kocht es innerlich in mir, im positiven Sinne. Und es entsteht etwas ganz, ganz Neues. Und ihr wisst ja, ich schreibe aktuell an meinem neuen Buch, das Herbst 2022 erscheinen wird. Und oh Gott, dieses Buch, es macht mich fertig. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil ja, ich versuche wirklich so mein Herz auszuquetschen bis zum letzten Tropfen und Dinge mit dir zu teilen, die ich vorher nicht geteilt habe und die dir helfen sollen, durch schwere Zeiten zu kommen. Aber anderes Thema. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, es arbeitet so in mir und diese Frage lässt mich einfach nicht los. Was ist mit uns Menschen bloß los? Was ist bloß los mit uns? Wo kann ich noch helfen? Wo kann ich ansetzen? Wisst ihr, 2022 ist das Jahr, wo endlich Dinge sich verändern müssen. Und wo wir alle ins Handeln kommen müssen. Wo wir alle jetzt endlich mal aus unserer Warteposition rauskommen müssen. Und wisst ihr, auch ich war zum Teil im Jahr 2021 in der Warteposition. Ich war immer ehrlich zu euch. Fakt. Aber ich habe euch phasenweise auch geschont. Tut mir leid, das werde ich nicht mehr machen. Ich werde dir hier und da mal einen liebgemeinten Arschtritt verpassen, damit du einfach weitergehst. Weil wir haben einfach nicht mehr den Luxus, dass wir warten und hoffen und so weiter. Und die Frage, warum wir Menschen so sind, wie wir aktuell sind, könnte vielleicht mit einem einzigen Wort beantwortet werden. Und dieses Wort ist gelangweilt. Du bist einfach gelangweilt. Du bist einfach gelangweilt von dir selbst, von den dummen Gesprächen, von irgendwelchen Intellektualisierungen, von deiner Kontrollsucht, von dem Kontrollwahn und von den Regeln und Maßnahmen und was weiß ich. Du hast einfach die Nase voll, du bist totgelangweilt. Du hast das Gefühl, dass so deine ganze Energie gedrosselt ist und dass du so komplett resigniert und gelangweilt bist. Du bist gelangweilt von deinem Gesicht, du bist gelangweilt von deiner Wohnung, von deinem Partner, von Sex, von Essen, von Nachrichten, von mir, von da, von allem. Du bist gelangweilt vom Meditieren und was weiß ich und Sitting in the Power. Alles ab in die Tonne. Es langweilt dich. Und das hat einen Grund, weil wir so krass hypnotisiert wurden in die Richtung, dass alles, was mit Gefahr zu tun hat, erstmal ausgesperrt werden muss. Das läuft seit 3 Jahren in unserem Leben.
Und das führte dazu, dass wir gelangweilt sind. Evolutionär gesehen, was, du denkst du wirklich irgendwann mal gelangweilt? Nein, du warst immer nicht gefährdet. Du warst immer auf der Hut. Du musstest immer gucken, dass du irgendwie überlebst. Und das Gleiche gilt für dein spirituelles Aufblühen. Dein Spirit blüht nicht auf, wenn alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Das hattest du ja sowieso in der geistigen Welt. Wieso bist du denn überhaupt hierher gekommen? Steht dir, du bist ja hierher gekommen aufgrund der Unsicherheit. Du wolltest ja mal diese Reibung auch erleben. Und dein Spirit ist einfach gelangweilt und denkt sich, was habe ich denn hier zu verloren? Ich sitze ja eh nur blöd rum und bewege mich nicht, entfalte mich nicht, gehe nicht auf andere zu, gehe gar keine Risiken mehr ein. Das heißt, wir haben diese gefährliche Komponente aus unserem Leben entfernt. Und das hat dazu geführt und führt immer mehr dazu, dass wir gelangweilt sind. Langeweile ist ein anderes Wort für dahinschwindende Lebensenergie. Unglaublich, über 900 Menschen hier live dabei und das habe ich ja gar nicht mal so richtig angekündigt. So cool, ich freue mich, dass ihr da seid, meine Lieben. Also, ihr seht, das ist ein ganz schönes Kuddelmuddel. Das heißt, wir werden immer mehr gefahrfaul und wir versuchen, alles so abzupuffern und alles schön abzufedern, so dass überhaupt gar keine Reibung entsteht und verlieren dadurch immer mehr und mehr Lebensenergie. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich im Jahr 2022, und das ist mein Auftrag an dich, zu meiner gefährlichsten Version werde. Ich möchte zu einer Gefahr werden. Erstens, gegenüber mir selbst, gegenüber irgendwelchen Dingen, die ich mir einrede, gegenüber meiner Selbstsabotage, gegenüber irgendwelchen Blockaden, die ich mir selbst erschaffe, um nicht weiterkommen zu müssen. Das ist mal so das eine. Das heißt, mein Auftrag an dich ist, werde zu einer Gefahr für dich selbst. Gefährde das, woran du festhältst. Und keine Ahnung, nutze es als Mantra oder Affirmation. Jeden Tag, auf jede Art und Weise, werde ich noch mehr zu einer Gefahr für mich selbst. Und das Selbst, von dem ich spreche, das sind all die eingebildeten Teile. Das sind all die Dinge, die du über dein Leben hinweg herangezüchtet hast, damit du dich mit deiner spirituellen Verrücktheit nicht beschäftigen musst und damit du perfekt passgenau in diese kranke Welt hineinpasst, die ja einfach nur abartig und langweilig normal ist und mit der du eigentlich überhaupt nie was zu tun haben wolltest. Und denk an die Seele, die sich denkt, hey, hat die mich jetzt verarscht? Was machten die jetzt? Ich hatte doch was ganz anderes vor hier und jetzt reiht sie sich einfach perfekt dort ein und spricht nicht ihre Wahrheit, geht nicht ihren Herzensweg, züchtet keine verrückten Gedanken an, weil sie Angst hat vor Ablehnung und so weiter. Ist doch klar, dass deine Seele dann oder gewisse Seelenaspekte weiterziehen wollen, die überhaupt gar keine Berechtigung zum Leben haben, weil du diesen Anteilen die Berechtigung zum Leben nicht gibst. Versteht ihr, es geht hier nicht darum, ob es Opfer, Täter oder das böse Leben, böser Gott, böses Universum, böse Baha, darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, dass du verstehst, dass du nachgelassen hast, dass du zu viele Schritte zurückgegangen bist, an den Stellen in deinem Leben, wo du hättest nach vorne preschen müssen und für dich selbst einstehen müssen und der Gefahr in die Arme hättest laufen müssen, abgelehnt zu werden, als verrückt abgestempelt zu werden. So sieht's aus, meine Lieben. So, das Zweite, beziehungsweise der zweite große Block dieses Auftrags, den ich an dich habe, um zu deiner spirituellsten Version zu werden im Jahr 2022 und zugleich auch zu deiner gefährlichsten Version, ist die, dass du zu einer Gefahr wirst für die normale Welt da draußen. Ich möchte, dass du ab heute überall gefährliche Energien dalässt. Wie wirst du zu einer Gefahr für diese normale Welt? Indem du diesen normalen Schwachsinn, der da draußen uns als gesund, richtig und gut verkauft wird, indem du diesen normalen Schwachsinn da draußen hinterfragst und hier und da gefährliche Energien, Gedanken und Ideen dalässt. So ganz wichtig. Du bist nicht hier, um andere Menschen davon zu überzeugen, dass das, was du lebst, das Richtige ist.
Das mache ich auch nicht. Aber du bist hier, um die Menschen daran zu erinnern, dass sie hier ein eigenständiges Denkapparat haben, das verbunden ist mit ihrem Bewusstsein und dass sie das wieder benutzen müssen und beginnen müssen, Dinge zu hinterfragen und nicht einfach so hinzunehmen. Das heißt, dazu musst du die Menschen motivieren und dadurch wirst du zu einer Gefahr für diese Menschen. Diese Menschen werden dich hassen. Sie werden dir nicht zuhören wollen. Aber glaub mir, wenn du diese Gedanken irgendwo mal platzierst und diese Wahrheit aussprichst aus deinem Herzen, dann werden die irgendwann in einer stillen Minute an dich denken. Und es wird irgendwo wird eine ganz kleine Flamme in ihnen wachgerufen werden. Und du wirst es verursachen. Sie werden dir vielleicht dafür nicht danken. Aber sie werden sich vielleicht wieder daran erinnern, dass sie nicht Opfer dieser Umstände sind. Also hör auf, Menschen das zu sagen, was sie hören wollen. Sag ihnen das, was sie nicht hören wollen und was ihre normale Weltanschauung gefährdet. Werde zu einer Gefahr für dieses Bewusstseinskonstrukt, das wir gemeinsam erschaffen haben, das nur gelenkt wird, das nur kontrolliert wird, aber nicht mehr von Menschen eigenständig genutzt wird. Werde zu einer Gefahr dafür. Zweitens, werde zu einer Gefahr für die Konsumgesellschaft, indem du dich selbst darauf trainierst, dein Glück von diesen Konsumgütern unabhängig zu machen. So, das wird nicht von heute auf morgen passieren. Es gibt so, so viele Momente in unserem Leben, wo wir gewisse Konsumgüter, und dazu zähle ich vor allem auch Lebensmittel und auch irgendwelche Suchtmittel etc., wo wir diese Dinge nutzen, um dieses Loch in unserem Glücksempfinden zu stopfen. Wirst du dadurch glücklicher, meine Liebe, mein Lieber? Nein. Du wirst unglücklicher. Langfristig gesehen verlernst du es, aus dir heraus wieder Erfüllung zu generieren. Also das nächste Mal, wenn du shoppst, weil es dir schlecht geht, wenn du isst, weil es dir schlecht geht, wenn du irgendwelche Suchtmittel konsumierst, weil es dir schlecht geht, werde zu einer Gefahr für dieses Muster und mach dir bewusst, du schwächst dieses System draußen, das dich dazu zwingen will, Konsument zu sein, der einfach nur kontrolliert und gesteuert werden kann. Du nährst dieses System, das dir das Menschlichste nimmt und es ist deine Freiheit zu wählen, was du konsumieren möchtest oder nicht. Versteht ihr? Wir sind keine Konsumgesellschaft mehr. Wir wurden zu einer Zwangsgesellschaft. Wir werden gezwungen zu konsumieren und wir merken es nicht mal. Und das ist das Gefährlichste an dieser ganzen Sache. Du musst beginnen, diese Momente zu catchen und dir mal so das auf der Zunge zergehen lassen. Ich werde jetzt gerade zu einer Gefahr für die Konsumgesellschaft, die wir über die Jahre hinweg aufgebaut haben. Und das kann so viel Genugtuung mit sich bringen, dass du dir bewusst machst, ich gefährde jetzt dieses kranke System, das ich mit erschaffen habe. Es geht gar nicht darum, mir zu sagen, ah ja, die bösen Menschen da draußen oder diese Systeme oder die Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie, verstehst du? Alles und jeder hat irgendwo Scheiße am Stecken oder Dreck am Stecken. Ist doch klar. Und es geht gar nicht darum, jetzt in dieser Beschuldigungsschlaufe hängen zu bleiben, sondern sich die Frage zu stellen, kann ich einen Gegenpol setzen? Kann ich eine andere Energie hier freilassen in die Welt, dass sich etwas verändert? Und wie ich fordere dich nicht auf, in den Kampf zu ziehen. Ich fordere dich auf, gefährlich zu werden. Dieses System, das wir überhaupt nicht mehr hinterfragen, dass wir beginnen, es wirklich zum Rütteln zu bringen, ein Erdbeben auszulösen, es zu gefährden. 2022 musst du zu einer ernstzunehmenden Gefahr werden. Auch für all die Konzepte, die wir Menschen über die Jahrzehnte hinweg so, ja, einfach
herangezüchtet haben, wie eine Frau zu sein hat, wie ein Mann zu sein hat, wie Kindererziehung aussieht, wie Ernährung aussieht, wie du dich bewegen sollst, wie du atmen sollst, wie du dich kleiden sollst, wie was weiß ich. All diese Dinge müssen wir gefährden. Wir müssen uns unsere Freiheit zurückholen und wieder beginnen, unserer Seele eine ernstzunehmende Einladung zu schicken und sie davon zu überzeugen, hey, ich will wieder hier kreativ und frei sein. Und der Grund vielleicht für all die Selbstsabotage und die Blockaden und dieses Drama, das du in deinem Leben immer wieder manifestierst, ist einfach nur die Tatsache, dass du gelangweilt bist. Du versuchst dir künstlich Action zu generieren, indem du dich blockierst, indem du sabotierst, indem du, keine Ahnung, du könntest sogar deinen Körper davon überzeugen, krank zu werden, damit du nicht mehr so stark gelangweilt bist, damit du dich mit irgendetwas beschäftigen kannst. Du bist ein Energiewesen und du hast ein gegebenes, naturgegebenes Bedürfnis, Energie fließen zu lassen. Und wenn das nicht auf konstruktive Art und Weise, auf produktive Art und Weise fließen kann, dann muss es irgendwie anders fließen. Und dann manifestierst du einfach einen nach den anderen irgendwelche Probleme für dich, für andere. Da, das größte Problem, mach den Fernseher an, da siehst du, was es ist. Weil wir einfach gelangweilt sind und weil wir vergessen haben, was echte gelebte Spiritualität bedeutet. Spiritualität hat nichts damit zu tun, wie viele Räucherstäbchen du am Tag anzündest, wie viel du meditierst, ob du mit der geistigen Welt kommunizierst, ob deine Hellsinne aktiv sind. Das ist alles nur Firlefanz. Das ist alles nur Nebenprodukt oder eine Nebenwirkung deines spirituellen Aufblühens. Bei Spiritualität geht es darum, dass du dich lebst, dass du dich selbst zurückholst. Und das bedeutet auch, dass du die gefährlichste Version deines Selbst zurückholst. Weil dein Spirit ist nicht hier für das Bekannte, für das Sichere, für das Beherrschbare. Terrain menschlichen Bewusstseins. Dein Spirit ist hier für Entfaltung, für das Mysteriöse, für das Magische. Und wir haben es verlernt, wir haben es vergessen. Wir müssen uns wieder daran erinnern und es in Kauf nehmen, dass gewisse Menschen dich dafür hassen werden, ablehnen werden, dich verlassen werden. Ja, na und? Wenn die nur bei dir waren, mit dir waren, dich nur geliebt haben, weil du ihnen in den Kram gepasst hast, dann kannst du auf diese Menschen verzichten. So eine Liebe brauchst du nicht, weil das ist nicht Liebe. Das ist einfach nur eine Abmachung. Das ist einfach nur ein Deal. Das ist einfach nur falsch. Und das weißt du. Mein Auftrag an dich: Werde zu einer Gefahr. Für dich, für deine Ausreden, für deine Selbstsabotage, werde zu einer Gefahr für die Normalität der Welt da draußen, für Dinge, die wir als selbstverständlich erachten. Werde zu einer Gefahr für Menschen, die Dinge nicht mehr hinterfragen, die in dir etwas Böses sehen wollen, die etwas auf dich projizieren, was eigentlich ihr Schatten ist. Werde zu einer Gefahr für diese toxische Form von Spiritualität, die nur darauf basiert, dass wir Dinge schönreden und in dieser Warteposition drin bleiben. Werde zu einer Gefahr für all diese überholten Konzepte, wie die Menschen zu sein haben, wie Dinge zu sein haben, wie Ernährung zu sein hat, Bewegung, Erziehung, was auch immer. Werde zu einer ernstzunehmenden Gefahr, damit endlich eine ernstzunehmende Transformation hier auf dieser Erde passieren kann. Und bitte, das ist meine Abschlusswort hier für diesen Live-Talk. Wow, in einer halben Stunde habe ich das über die Bühne bringen können. Teilt bitte dieses Video, was das Zeug hält. In diesem Video geht es nicht um mich. Und ich hoffe, das konntest du spüren und hören. In diesem Video ging es von Anfang an nur um dich. Und das, was ich dir hier gebe, ist eine Lösung für vielleicht viele deiner Probleme aktuell, für dein destruktives Essverhalten, für deine Selbstsabotage, für Beziehungsprobleme, für so viele Dinge, um aus dieser Spirale der Langeweile auszusteigen, musst du anerkennen, dass du gefährlich
bist und gefährlich sein darfst. Du musst 2022 zu einer ernstzunehmenden Gefahr werden. Und ich hoffe, ich konnte dich hier in diesem Live-Talk davon überzeugen, dass das eine Lösung sein könnte. Für dich, für mich und für uns alle. Danke, meine Lieben. Wow. So schöne Dinge, die ihr schreibt. Und es war also unglaublich, fast 1000 Menschen, die jetzt heute live hier dabei waren. Und es ist 12 Uhr Mittag und ich wünsche dir eine schöne Mittagspause beziehungsweise einen schönen restlichen Tag. Und wie gesagt, du würdest mir eine Riesenfreude machen, wenn du diesen Live-Talk mit deinen liebsten Freunden und so weiter teilst. Ja, dass wir endlich mal hier ernstzunehmende Veränderungen hervorrufen. Danke. Tschüss, ihr Lieben.